mir doch bitte meine selber. Das Kaninchen bin ich. Ich arbeite ja als Erzieherin. Aber denken Sie bloß nicht, ich bin in diesem Laden geboren. Nee. Ich hatte große Rosinen im Kopf. Aber es kam ein bisschen was dazwischen. Die Sache mit Uli zum Beispiel. Er war der Typ, der ein Mädchen nicht ins Bett redet, sondern ins Bett legt. Haben wir sie schon irgendwann mal gesehen? Ja, auf dem Rentnerball. Ja, und dann die Sache mit Dieter. Und Paul. Und dieses Verbrechen, nicht wahr? Sie verabscheuen doch auch seine Tat. Damit wird die Öffentlichkeit von einer weiteren Verhandlung ausgeschlossen. Ich bitte die betreffenden Personen, den Saal zu verlassen. Sag mal, Dieter. Hast du das eigentlich wirklich gemacht? Denken Sie, der ist hier, weil er Apple geklaut hat? Willst du mir Vorwürfe machen? Glaubst du, mit dem Urteil war was nicht in Ordnung? Was ist eigentlich recht? Weißt du, wie mich meine Großmutter immer geweckt hat? Ricke Obstahn, Larken piepen. Und ich musste antworten, Lotze piepen, Lotze papen, ich hab noch nicht gut schlafen. Deine Frau hat doch sicher nichts dagegen, hm? Meine Frau? Wenn du heute mit mir schläfst. Wie lange arbeiten Sie heute? Bis 3. Ich bringe Sie nach Hause. Tut mir leid, bin mit meinen Eltern hier. Idiot. Hochverehrter Herr. Quatsch. Euer Ehren. Hohes Gericht. Hohes Gericht. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass mein Bruder die Hälfte seiner Strafe abgesessen hat. Herein! Ich will von Ihnen nicht wissen, wie oft Sie mit ihm geschlafen haben. Es geht um was anderes. Paul hat Selbstmord begangen. Das glaube ich nicht. Ich hol dir mal was zu lesen, legte mir wieder die Leine um den Hals und setzte mich aufs Fensterbrett. Plötzlich geht die Tür auf und mein Vater sagt, was machst du denn da? Na, sag ich, will mir das Leben nehmen. Los, raus! 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 So nicht, Kollegin. So nicht! Wie wird denn ein bisschen arbeiten? Ich hätte mich doch wohl einen Augenblick ausruhen dürfen. Es fehlt nämlich noch einer. Es ist so wahnsinnig leicht, anderen das Leben schwer zu machen. Und so verdammt schwer, es ein bisschen zu erleichtern. Dagegen können Sie auch nichts machen. Der kommt in den Knast. Na. Und Edith fährt alle Vierteljahr mal nach Brandenburg. Na, na, na. Ich glaube, du überschätzt meinen Einfluss. Und dabei liebe ich dich. Schlag mich doch, wenn du willst. Es kommt doch schon nicht mehr drauf an. Maria! Ja, doch. Inzwischen bin ich ein alter Hase. Ich lasse mir nicht mehr das Fell über die Ohren ziehen. Maria! Ich muss wieder ran. Wenn Sie mehr wissen wollen, sehen Sie sich an. Das Kaninchen bin ich.